So, heute stellen wir den Mädels mal einzeln einen neuen Raum vor. Immer so circa eine Minute. Das ist unser Trickzimmer. Da steht halt eine ganze Menge, was sie sich angucken können. Hier waren sie noch nie. Ich gehe jetzt mal die erste holen. Und das Los hat entschieden, dass die kleine Madonna zuerst gucken gehen darf. Das heißt, die Jessie bleibt jetzt auch mal eine Minute ganz alleine. So, Madonna ist auf meinem Arm. Machen jetzt die Tür zu, dass sie halt auch nicht rauslaufen kann, weil draußen wäre dann auch die Treppe nach unten. Und jetzt setzen wir sie einfach hin und schauen mal, was sie tut. Im Hintergrund hört man jetzt die Jessie. Sie fängt also an, ein bisschen zu gucken. Hier sitze ich. Zu mir kommt sie dann noch. Kriegt natürlich auch mal eine Rückmeldung, dass das völlig okay ist, hierher zu kommen. Ich werde jetzt auch mal aufstehen, damit sie sich mit mir bewegt. Ich gehe jetzt einfach mal auf die andere Seite. Da läuft sie dann mal rund. Jessie findet das gerade minder lustig. Guckt sie sich mein Mini-Klavier an. Schnüffelt ziemlich viel. Interessant ist, da steht halt auch Kuh Elsa. Das ist ein sehr großer Wassernapf. Wenn du dort reingehst, kannst du direkt schwimmen lernen. Schnupsi-Schnups. Eine Maus. Gut, wir erkunden jetzt erstmal diese Ecke dort. Und jetzt kommt sie einmal durch den Raum. Guten Tag. Sie ist recht vorsichtig, aber schon auch neugierig. Sucht allerdings auch immer wieder Kontakt zu mir. Deswegen setze ich mich immer mal woanders hin. Also das Dönchen möchte lieber auf meinem Arm bleiben. Sie findet, dass ein Raum so ganz alleine doch noch ein bisschen viel ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal tauschen. Jetzt habe ich die Jessie geholt. Setze auch die Jessie einfach auf den Boden.
Interessanterweise auch die Jessie erstmal in dieser Ecke da hinten. Auch die Jessie findet es, dass also alles ein bisschen sehr gruselig ist. Sie ist aber in allem immer ein bisschen freier wie Madonna. Bei ihr wackelt immer hinten der Turbo. Aber auch sie möchte am liebsten bei mir bleiben. Interessanterweise gehen die immer hinter mir gucken. Immer alles, was hinter mir ist, ist dann irgendwie interessanter. Da sieht man aber, dass man Jessie mit Gegenständen immer relativ schnell kriegen kann. Sie hat jetzt auch die Kuh entdeckt. Vorsichtig ist sie. Aber keine große Scheu. So, und um es der Madonna jetzt ein bisschen leichter zu machen, holen wir sie jetzt nochmal dazu, wo die Jessie schon hier ist. Jetzt habe ich sie beide nochmal hier. Bei Madonna ist es allerdings so, wenn ich die Jessie aus dem Gehege nehme, ist ihr das relativ egal. Also sie weint nicht, sie jammert dann nicht rum, wenn sie dann mal eine Minute alleine dort drüben ist. Das macht ihr dann im Vergleich eher weniger aus. So, ich werde mich jetzt mal hinstellen, dass die zwei halt nicht immer nur auf mir rumklettern. Und mich auch ein bisschen bewegen. Der Raum ist nicht groß. Der hat vielleicht so 6 Quadratmeter Bodenfläche. Der Rest ist vollgesteckt. Wenn ihre Schwester dabei ist, bewegt sich Madonna definitiv auch mehr. Jessie hat jetzt schon wieder die Klopapierrollen entdeckt. Die ist definitiv ein Spieler. Madonna lässt sich aber ganz schnell mitreißen. Sobald ich mich hinhocke, sitzen sie allerdings beide sofort bei mir. Das heißt, einmal wieder hinstellen angesagt, vorsichtig nirgendwo drauf treten. Das man schön sieht, sie haben definitiv keine Probleme mit den verschiedenen Bodenbelägen, da kennen sie nämlich schon welche von. Tschüssi möchte jetzt schon spielen. Und sie möchte meinen Teppich essen. Auf solche Sachen geht Madonna überhaupt nicht ein. Also Jessie ist da weitaus explorativer. Madonna ist am liebsten dann doch bei mir, kaut an meinen Füßen rum.
werde jetzt mal einen Gegenstand in die Mitte legen. Der Gegenstand ist ein großer blauer Ball. Jessie findet es super. Also Britta, Treibball kannst du mit der wohl auch spielen. Madonna mag Schuhe. Ja, die treibt schon. Wird nicht gemacht. Ne? Mozian. So, was macht keinem von den beiden was aus? Jetzt hat sie ihn abgekriegt. Und der ist ganz weich. Das ist ja auch egal. Der Madonna ist es auch egal. Die interessiert sich nur einfach nicht dafür. Die ist definitiv sehr, sehr menschenbezogen. Hallo? Wo ist denn? Wildfang. Ist Papas Kind, ne? Bist voll Papas Kind. Jessie ist definitiv Papas Kind und Madonna ist unverkennbar ein halber Tilas. Sie interessiert sich für Gummischuhe. So, jetzt habe ich meine tolle Kiste. In der tollen Kiste sind immer ganz tolle Sachen drin. Hat einen Ton gemacht und sie interessiert sich immer noch für Schuhe. Guck, Schwesterchen, was ich habe. Krieg ich den denn auch wieder? Und das findet jetzt Madonna auch interessant. Das macht ja einen lustigen Ton. Also die Maus ist auf jeden Fall extrem beliebt bei Jessie. Die Schlange, nein, das ist eine Giraffe, die knistert. Also Knistern findet Madonna definitiv auch sehr interessant. Jessie haut derweil mit der... Jessie, Jessie! Hallo! Kriege ich den nochmal wieder? Super! Also jetzt wird die neue Giraffe zerlegt. Jessie in die eine Richtung, Madonna in die andere Richtung. Finden sie jetzt beide total toll.
Also beide sind so, auch wenn Madonna erstmal ein bisschen ruhiger ist, dass sie sich ganz schnell akklimatisieren und spielen können. Ja, das war jetzt eine knappe Viertelstunde insgesamt. Das reicht jetzt für die Mäuse. Wobei Madonna jetzt gerade richtig auftaut. Sie mag also vielleicht einen Moment länger brauchen, ist dafür aber auch ruhiger mit allem im Umgang, guckt sich alles ganz in Ruhe an. Morgen gibt es ein anderes Zimmer und damit verabschieden wir uns.